Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das ist schon eine starke Ansage. Es wird nicht gefragt, ob ich das will oder kann, ob das zeitgemäß ist oder nicht, sondern ganz klar, wer Christus liebt, wird seine Gebote halten. Ich habe an gläubigen Juden immer bewundert, dass sie so eine Liebe zur Tora, zu den Geboten haben, diese befolgen und nicht offensichtlich, um etwas von Gott dafür zu bekommen. Einer der großen jüdischen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, Rabbi Josef Soloveitschik, sagt es: Als gläubiger Jude hält man die Gebote nicht, um einen Lohn zu bekommen. Lohn zu empfangen ist keine religiöse Tätigkeit. Man hält die Gebote aus Liebe zum Wort Gottes. Ich denke, das ist auch der Grund für uns Christen und das ist der Grund für diese starke Ansage Jesu: Wer mich liebt, wird an meinem Wort festhalten. Es ist die Liebe zu Christus, die dazu drängen will, an seinem Wort festzuhalten, seinem Wort entsprechend zu leben. Nun gut, jetzt müssen wir fragen, wer kann das aber schon? Eben weil wir es nicht schaffen, eben weil wir es nicht können, verspricht uns Christus einen Beistand, den Heiligen Geist, den Paraklet, den Helfer, den Mutmacher. Und ich denke, weil wir schwach sind, weil wir es oft nicht schaffen, haben wir allen Grund, um diesen Beistand zu bitten. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten.